So, vielen herzlichen Dank für die Begrüßung. Wir haben es schon gehört, zurzeit feiert man im evangelischen Raum überall, wo Deutsch gesprochen wird, von den Kirchen offiziell so veranlasst, das sogenannte Karl-Barth-Jahr. Es wurde gesagt, vor 100 Jahren ist sein berühmter Kommentar über den Römerbrief erschienen, das sehr wahrscheinlich berühmteste theologische Buch des 20. Jahrhunderts. Und vor 50 Jahren ist Karl Barth gestorben. Und deshalb viele Veranstaltungen. Letzte Woche war ich auch in Basel in der Karl Barth-Ausstellung in der Universitätsbibliothek. Wenn Sie je Gelegenheit haben, in den nächsten paar Wochen nach Basel zu gehen, ich kann diese Ausstellung nur empfehlen. Nun zu meinem heutigen Vortrag. Ich werde einerseits einige wichtige Stationen aus dem Leben Karl Barths vor Ihnen vorbeigehen lassen und ich werde gleichzeitig aber auch auf einige wichtige theologische Aspekte eingehen. Selbstverständlich in der Regel auf Aspekte, von denen ich denke, dass sie auch für uns heute aktuell sind. Und ich fange an mit dem ganz jungen Karl Barth, dem 19-Jährigen, der Berner Student, ist Mitglied der Studentenverbindung Sophinia geworden und er hat da sofort auch eine wichtige Rolle, teilweise auch eine unbequeme Rolle gespielt, indem er seinen Verbindungsbrüdern in einem temperamentvollen Vortrag ins Gewissen geredet hat. Sie dürften nicht einfach so als Herrensöhnchen dahin leben, sondern sie sollten ihre gesellschaftliche Verantwortung ernst nehmen. Für mich persönlich ist das noch ein wichtiges Bild, an dem ich auch hänge, weil ich es von meinem eigenen Konfirmator Erwin Sutz gekriegt habe. Hinten ist eine Widmung drauf. Es heißt auf der Foto Karl Barth, vulgo Sprenzel, seinem lieben Onkel Hermann, vulgo Sparrow. Und wir sehen also hier diesen ganz jungen Menschen am Anfang einer Laufbahn, die dann sehr viele Folgen haben sollte. Aber ich will nun nicht allzu lange dabei bleiben. Hier ist er schon ein bisschen älter. Es ist dies ein Bild aus seiner Zeit, als er Assistent an der Theologischen Fakultät in Marburg war. Sein Auftraggeber war der bedeutende evangelische Theologe Martin Rade, der eine Zeitschrift herausgab mit dem Titel Die christliche Welt und die Aufgabe des Assistenten war, bei der Redaktion dieser Zeitschrift mitzuhelfen. Dazu kommt, dass in Marburg einer der Theologen als Professor tätig war, Wilhelm Hermann, von dem der junge Barth sehr beeindruckt war. Er sagte, der Höhepunkt seines ganzen Theologiestudiums sei die Zeit, als er die Vorlesungen von Wilhelm Hermann hören konnte, gewesen. Übrigens, ganz neu ist herausgekommen, in der Karl Barth Gesamtausgabe sind die ganz frühen Predigten ediert worden, die er schon als Student und als Assistent und als ganz junger Hilfspfarrer in Genf gehalten hat. Man sieht, das Predigen war für ihn etwas ungemein Wichtiges. Und dass er Theologieprofessor werden sollte,
das lag eigentlich nicht in seinem Lebensplan. Sein Vater war ja Theologieprofessor in Bern und sie hatten alle Beziehungen zu den damals wichtigen Vertretern der evangelischen Theologie. In einem Brief aus seiner Zeit, als er in Berlin studierte, heißt es an die Eltern, er habe erkannt, dass er nicht Professor werden wolle, sondern er wolle Pfarrer werden. Und für die erste Zeit seiner Laufbahn ist er es dann auch wirklich geworden. Ich zeige hier noch zwei Bilder von zwei Persönlichkeiten, die für den Werdegang, den Geistigen des jungen Karl Barth, eine wichtige Rolle spielten. Wir haben hier Hermann Kutter, den damals sehr berühmten Pfarrer am Zürcher Neumünster, eines der geistigen Oberhäupter der religiös-sozialen Bewegung, mit seinem Buch Sie müssen, das er zugunsten der damaligen Arbeiterbewegung geschrieben hat, hat er Furore gemacht. Das Buch wurde zu vielen Tausenden aufgelegt und in alle Weltsprachen übersetzt. Und in der geistigen Formierung des jungen Karl Barth ist Hermann Kutter ein ganz wichtiger Bezugspunkt gewesen. In seinem Drängen auf, dass man auf den lebendigen Gott des Neuen Testaments hören solle und dass man sich konzentrieren solle auf das, was im Evangelium das Wesentliche ist. Der andere große religiös-soziale war Leonhard Ragaz, der Bündner, der Pfarrer geworden ist, zuerst in Chur und dann in Basel. Dann wurde er Theologieprofessor in Zürich, bis er dann nach dem Ersten Weltkrieg seine Professur freiwillig niedergelegt hat, weil er sehr kritische Gedanken gegenüber der etablierten Kirche hatte und sagte, ich kann es nicht länger verantworten, Pfarrer für eine Kirche auszubilden, mit der ich mich nicht richtig identifizieren kann. Und er hat dann ein Arbeiter- und Volksbildungswerk in Zürich außer Ziel aufgebaut. Er war Redaktor der Zeitschrift Neue Wege, die ja auch heute noch existiert. Und gerade auch die frühen Texte von Karl Barth zeigen, dass er sehr stark von Ragaz beeindruckt war und dass er sehr vieles von ihm in seine eigene geistige Welt aufgenommen hat. Und ich möchte hier gleich ein Beispiel erwähnen. Das obere der beiden Zitate ist ein Zitat aus der allerersten Predigt von Karl Barth, die erhalten geblieben ist, als er noch Theologiestudent war und in der es heißt, um des Geldes willen lassen es Fabrikbesitzer und Eltern zu, dass Kinder von noch unter 16 Jahren 11 Stunden des Tages in einem staubigen Fabrikraum arbeiten müssen, obwohl sie wissen könnten, dass das eine systematische Untergrabung der Gesundheit nicht nur dieser, sondern der ganzen folgenden Generation bedeutet. Es ist ein typisches Zitat aus der religiös-sozialen Bewegung. Wir sehen hier auch eine junge Pfarrergeneration, eben ganz stark von Kutter und Ragaz geprägt, die sagen, als Kirche müssen wir uns einmischen in der Welt. Wir dürfen nicht nur irgendeine Jenseitsfrömmigkeit pflegen, auch nicht nur eine rein individualistische Seelenfrömmigkeit, sondern der Gott des christlichen Glaubens, der erwartet von uns, dass wir uns dort lautstark hören lassen, wo wir auf Missstände stoßen und dass wir auch versuchen, für deren Behebung zu kämpfen. Und damit hängt dann auch zusammen, dass Karl Barth
während des Ersten Weltkriegs, er war damals Pfarrer in Saffenwil im Kanton Aargau, dass er sogar ganz bewusst ein Mitglied der Sozialdemokratischen Partei geworden ist. Damals für einen Pfarrer etwas sehr Ungewöhnliches. Er musste sich auch einem Freund gegenüber in einem Brief rechtfertigen. Gerade weil ich mich bemühe, schreibt er, Sonntag für Sonntag von den letzten Dingen zu reden, ließ es mir nicht mehr zu, persönlich in den Wolken über der jetzigen bösen Welt zu schweben. Eine sehr interessante Bemerkung. Er ist dann später auch zur Zeit, als er Theologieprofessor in Deutschland war, in der Zeit, als der Nationalsozialismus am Aufkommen war, dort auch noch einmal ganz bewusst ein Mitglied der Sozialdemokratischen Partei geworden, in der er am meisten meinte, hoffen zu können, dass hier dem Nationalsozialismus und überhaupt dem Nationalismus Widerstand entgegengebracht werden könne. Ich möchte gerade aus der Zeit, als Bart junger Pfarrer in Saffenwil war, noch ein Bild zeigen aus dem Januar 1914, also noch vor dem Ersten Weltkrieg. Es gab heftige soziale Auseinandersetzungen. Die Arbeiter lebten zum Teil in sehr misslichen Verhältnissen, unter anderem eben auch die Kinderarbeit war sehr verbreitet. Die Kinder konnten nicht einmal recht die Schule besuchen. Die Löhne waren ganz tief, die Arbeitstage sehr lang, und bei einer Streikbewegung in Gränchen im Kanton Solothurn wurden die Arbeiter dann ausgesperrt von den Fabrikanten. Sie kriegten keinen Lohn mehr. Es war ganz schwierig, überhaupt noch sich ernähren und kleiden und sonst leben zu können. Ich habe gerade heute noch gelesen, in Gränchen musste man 200 Arbeiterkinder auf Familien im ganzen Kanton verteilen, weil sie sonst nicht genug zu essen gehabt hätten. Und man hat auch für die ausgesperrten Arbeiter eine Suppenküche ins Leben gerufen. Und wir sehen hier diese ausgesperrten Arbeiter und Arbeiterinnen, wie sie vor dieser Suppenküche für eine Fotografie posieren. Es waren diese Spannungen, die den jungen Karl Barth sehr stark beschäftigt haben und in denen er sich lautstark immer wieder auch hören ließ. Es war die Zeit, als er aber auch ein junger Familienvater war. Wir sehen hier seine junge Frau, Nelly Hoffmann. Ihr Vater war St. Galler Staatsschreiber gewesen, und sie hatten in einem Schlösschen in Rorschach gelebt. Der Vater starb allerdings früh, und die Mutter zog dann, um die Töchter entsprechend bilden zu können, mit den Kindern nach Genf, und Karl Barth hat dort die junge Nelly kennengelernt. Sie besuchte bei ihm den Konfirmandenunterricht, sie war also wenige Jahre jünger als er, und er hat sie dann geheiratet. Wir sehen hier mit den beiden ersten Kindern, der Tochter Franziska und dem Sohn Markus. Es sind dann noch drei weitere Buben dazu gekommen. Wobei interessant ist, dass von seinen Söhnen zwei dann ebenfalls wieder Theologieprofessoren geworden sind. Sie sehen also, in der Familie Barth war die Theologie gewissermaßen erblich. Ich muss hier einen kleinen Einschub machen. Ich muss doch Ihnen auch erzählen, dass es im Leben von Karl Barth noch eine andere Frau gab, Charlotte von Kirschbaum, eine bayerische Generalstochter. Sie ist seine
Mitarbeiterin, seine Sekretärin geworden. Es hat sich auch eine Liebesbeziehung entwickelt und das liegt so wie ein Schatten über Karl Barths Lebenslauf. Er hat es an sich selbst erfahren. Theoretisch weiß ich, was man ethisch macht und was man nicht macht. Theoretisch weiß ich, dass man seiner angetrauten Ehefrau treu bleiben soll. Gleichzeitig hat er aber gesagt, ich kann auf diese Charlotte nicht verzichten. Sie ist für meine Arbeit auch ganz wichtig. Sie war seine Sekretärin, sie hat für ihn auch Bücher exerbiert. Und es ist zu einem ganz seltsamen Ménage à trois gekommen, das während Jahrzehnten gedauert hat. Meine Frau erzählte erst am Freitag, sie ist als Studentin einmal für ein Interview zu Karl Barth, der damals schon alt war, gegangen. Sie wurde zunächst von ihm zusammen mit seiner Sekretärin empfangen und dann noch von seiner Frau und hat also dieses seltsame Ménage à trois selber beobachten können. Wobei, ich denke, es ist richtig, wenn man solche problematische Aspekte im Leben eines bedeutenden Menschen nicht verschweigt. Ein Mensch mit seinem Widerspruch war Karl Barth. Ich denke an seine Bedeutung, die er bis heute für die Theologie und die Kirche und die Welt hat, schneidet das nichts ab. Aber nun wieder zurück zum Wesentlicheren. Wir sehen hier eine berühmte Szene. Am 8. August 1914 stehen wir vor dem Berliner Schloss, das heute ja in Berlin jetzt fast wieder aufgebaut ist. Und wir sehen den Balkon, auf dem der Kaiser Wilhelm II. Eine Rede an das Volk hält. Und ich möchte doch einige wenige Sätze aus dieser Rede vorlesen, und zwar den Schluss. Um Sein oder Nichtsein unseres Reiches handelt es sich, dass unsere Väter sich neu gründeten, um Sein oder Nichtsein deutscher Macht und deutschen Wesens. Wir werden uns wehren bis zum letzten Hauch von Mann und Ross. Und wir werden diesen Kampf bestehen, auch gegen eine Welt von Feinden. Noch nie war Deutschland überwunden, wenn es einig war. Vorwärts mit Gott, der mit uns sein wird, wie er mit den Vätern war. Wilhelm. Es ist dies ein Eindruck von den hohen emotionalen Wellen, die am Anfang des Ersten Weltkrieges jedenfalls hochgingen. Übrigens nicht nur in Deutschland, man findet analoge Texte auch in England und in Frankreich. Alles war hoch aufgeheizt, ideologisch verhärtet. Und es ist dann ja zu diesem schrecklichen Ersten Weltkrieg gekommen. Und wichtig bei Karl Barth ist, er hat sehr darunter gelitten. Er hatte ja als Student und Assistent auch in Deutschland gelebt. Er hatte viele deutsche Freunde, er hatte viele deutsche Theologen, von denen er viel gelernt hatte. Und er war erschüttert, wie im Krieg dann alles außer Rand und Band geriet und wie da Instinkte der Menschen aus der niedersten Schublade an die Oberfläche kommen konnten. Und ich zitiere hier einige Sätze aus Predigten des jungen Karl Barth. Ein blutiger Wahnsinn ist das Schauspiel, das sich da vor uns entrollen wird. Wild und beständig zum letzten, schwersten bereit stehen die Völker, die christlichen Völker, einander gegenüber. Wie ein fürchterliches Gewitter hängt der Krieg über ihnen allen.
Der Krieg ist Unrecht, der Krieg ist Sünde, der Krieg ist keine Notwendigkeit, sondern er stammt nur aus dem Bösen der menschlichen Natur. Gott will den Krieg nicht, Gott ist nur die Liebe, die Seligkeit, der Friede. Wo ist die Kraft des Evangeliums geblieben? Es hat ihn offensichtlich ungemein bewegt. Er war enttäuscht über den aufgebrochenen Nationalismus, über den aufgebrochenen Hass. Er war aber auch enttäuscht, dass die Sozialdemokratische Partei, deren Mitglied er ja war, dann auch den Kriegskrediten zugestimmt hat. Und er empfand es so, dass gewissermaßen seine ganze Welt, das, was ihm wichtig gewesen war, zusammengebrochen ist. Und in dem Zusammenhang ist er dann für sich dazu gekommen, dass er sagte, offenbar hat die bisherige Theologie nicht genügt. Wir müssen die Theologie neu beginnen, eine neue Grundlage suchen. Und mitten im Ersten Weltkrieg als Pfarrer von Saffenwil im Aargau hat er dann angefangen, sein bis heute berühmtestes Buch, den Kommentar über den Römerbrief des Apostels Paulus, zu schreiben. Ich habe hier Ihnen das Titelblatt mitgebracht, einer späteren Auflage. Das Buch ist immer wieder aufgelegt worden und ich habe hier einige ganz charakteristische Wendungen der damals von Karl Barth neu begründeten Theologie für Sie aufgeschrieben. Eine ganz berühmte Formulierung, dass er sagt, Gott ist der ganz andere. Das heißt, Gott ist nicht nur so eine Verzierung des Lebens, etwas Gemütliches, dass man so ein bisschen daran glaubt und dann doch nicht ernst nimmt, sondern Gott steht über allem, er spricht. Eine verrückte Wendung, die genau genommen natürlich nur metaphorisch verstanden werden kann. Er sagt, Offenbarung geschieht senkrecht von oben. Er sagt, zwischen Gott und Mensch besteht ein unendlicher qualitativer Unterschied. Und es ist dies gegen eine Haltung in der Theologie gerichtet, die meint, man muss eigentlich nicht sich auf Gott konzentrieren. Es genügt, wenn wir unsere eigenen frommen Gefühle beschreiben und kultivieren. Und indem er nun sagt, unser Glaube ist ja natürlich gar nicht so wichtig, er ist nur Einschlagtrichter bzw. Hohlraum. Und es ist dies ein völlig neuer theologischer Klang. Vor allem die älteren Theologen, die älteren Pfarrer und Professoren schüttelten den Kopf über diesen jungen Heißsporn. Aber bei der jungen Generation hat er dann doch sehr schnell ein großes Echo gefunden. Ich zitiere hier noch aus einem Vortrag, den er im Jahre 1919 in Deutschland gehalten hat, wo er die Not auch formuliert, wir sollen als Theologen von Gott reden, wir sind aber Menschen und können als solche nicht von Gott reden, wir sollen beides, unser Sollen und unser Nichtkönnen wissen und eben damit Gott die Ehre geben. Das ist unsere Bedrängnis, alles andere ist Kinderspiel. Übrigens interessant, das Buch, das ich hier noch fotografiert habe, in dem dann dieser Vortrag aufgenommen wurde, das Wort Gottes und die Theologie. Sie kommen von sich aus sicher nicht darauf, wo ich dieses Buch gekauft habe. Es ist die Originalausgabe, ich habe das in einem Antiquariat in Rumänien, in Siebenbürgen gefunden und ist insofern auch ein Dokument, wie die damals neue Theologie ein europäisches Ereignis geworden ist.
und wie also auch weit weg von der Schweiz und auch weit weg von Deutschland Menschen sich auf diese neue Theologie gestürzt haben, sodass ich also dieses Buch in Brasov in Rumänien kaufen konnte. Nun, Karl Barth ist dann, obschon er ja gesagt hatte, er wolle nie Theologieprofessor werden, ganz überraschend auf eine nach dem Ersten Weltkrieg mit amerikanischem Geld neu geschaffene Professur für reformierte Theologie in die lutherische Hochburg Göttingen berufen worden. Es war das etwas sehr Abenteuerliches, es war ja nach dem Krieg in Deutschland auch sehr vieles sehr schwierig. Die Menschen litten Not und alles war im Umbau und Neubau. Und er hat es gewagt, auch wenn etwa das Gehalt recht klein war für einen Familienvater mit 5 Kindern, den Ruf nach Göttingen anzunehmen. Und er ist dann in Deutschland sehr schnell zu einem der meistbeachteten Theologen geworden. Zunächst noch relativ bescheiden in Göttingen, dann hat ihn das Kultusministerium in Berlin auf einen ordentlichen Lehrstuhl nach Münster in Westfalen berufen und dann hat er noch einmal ein Avancement gemacht und ist ein ordentlicher Professor in Bonn geworden, damals eine der wichtigsten theologischen Fakultäten. Übrigens rein biografisch bei Karl Barth ist auch sehr wichtig, sowohl Münster in Westfalen als auch Bonn sind noch heute Universitäten, wo es nicht nur eine evangelisch-theologische, sondern auch eine römisch-katholische theologische Fakultät gibt. Und darum ist er schon sehr früh auch ins Gespräch mit römisch-katholischer Theologie gekommen. Hat sich auch von denen zum Teil belehren lassen, hat sich angefangen dafür zu interessieren und insofern ist er auch zu einem ökumenischen Theologen geworden. Aber dann, das wissen Sie, Januar 1933, Adolf Hitler wird Reichskanzler. Zunächst einmal diejenigen, die ihn dazu beriefen, glaubten noch, man könne ihn so zähmen. Das denkt man ja manchmal, wenn man jemandem einen Posten gibt, dann wird er dann vernünftig. Wer Gott ein Amt gibt, dem gibt er auch Verstand. Allerdings, Hitler hat zielbewusst dann schon das ganz anders gemacht. Innerhalb von wenigen Monaten hat er in Deutschland ein totalitäres System eingerichtet. Es kam im Frühjahr dann zum berühmten Reichstagsbrand und im Zusammenhang damit hat dann das Parlament das Ermächtigungsgesetz beschlossen. Man hat dann auch die evangelische Kirche versucht, an den Staat zu binden. Es gab in der evangelischen Kirche auch die Partei der sich selbst so nennenden deutschen Christen. Wenn man heute deren Texte liest, staunt man darüber, was teilweise an und für sich hochintelligente Menschen für merkwürdige Statements von sich geben konnten. Etwa Christus ist wiedergekommen in Adolf Hitler. Oder wir danken Gott, steht in einem Text, den bedeutende Theologieprofessoren unterzeichnet haben. Wir danken Gott dafür, dass er uns im Führer ein gutes Regiment gegeben hat. Dabei muss man wissen, dass bereits ab Frühjahr 1933 die Konzentrationslager eingerichtet wurden, dass viele Menschen eingekerkert wurden. Es fing dann auch sofort die Judenbedrängung an. Zunächst einmal das Gesetz
zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums, dass besagte Staatsbeamte mit jüdischer Herkunft müssten fristlos entlassen werden, also Professoren, Lehrer, Richter, Ärzte, alle mussten ihre Stelle aufgeben, wenn sie jüdische Vorfahren hatten. Und es kam dann auch sofort der Gedanke, es gab relativ viele evangelische Christen, die jüdische Großeltern hatten, dass auch die nicht einfach mehr Glieder einer normalen Kirchgemeinde sein könnten, dass man allenfalls judenchristliche Gemeinden, wie man das nannte, speziell gegründet werden müssten. Und es ist auch sehr schnell zu echt brutalen Auseinandersetzungen gekommen. Und es entstand dann in Deutschland der sogenannte Kirchenkampf. Und zwar war das auslösende Moment eben dieser Arierparagraph, der in der Kirche eingeführt werden sollte und dann auch wurde. Und es gab einige dann doch, die an diesem Punkt sagten, nein, hier ist Widerstand geboten. Und Karl Barth ist sehr schnell zum einem der wichtigsten Wortführer des Widerstandes geworden. Ich habe bewusst diese Fotografie aus jener Zeit ausgewählt. Sie sehen, auf der Fotografie sieht er ein bisschen rasanter aus als auf dieser Büste, die hier neben mir steht. Aber er hatte eben auch eine ganz wichtige Aufgabe. Und ich zeige Ihnen hier das Titelblatt einer ganz wichtigen Schrift aus dem Sommer 1933, Theologische Existenz heute. Und man muss Karl Barth ein bisschen kennen. Er schreibt oft mit einer gewissen Ironie. Sie müssen sich vorstellen, ganz Deutschland war erfüllt von Begeisterung. Es gab Demonstrationen, es gab Fackelzüge, eben es gab Kirchenveranstaltungen, wo ein Oberkirchenrat sagte, Christus ist zu uns gekommen in Adolf Hitler. Und Karl Barth sagt oder schreibt in diesem Zusammenhang, ich bemühe mich hier in Bonn nach wie vor und als wäre nichts geschehen, vielleicht in leise erhöhtem Ton, aber ohne direkte Bezugnahmen, Theologie und nur Theologie zu treiben. Etwa wie der Horengesang der Benediktiner im nahen Maria Lach auch im Dritten Reich zweifellos ohne Unterbruch und Ablenkung ordnungsgemäß weitergegangen ist. Ich hoffe, Sie spüren etwas von der Ironie, wenn man einen Theologieprofessor fragt, bist du nicht auch begeistert? Willst du nicht auch bei dieser neuen Bewegung mitmachen? Und er sagt, ich begnüge mich, nur Theologie zu treiben, wenn auch vielleicht in leise erhöhtem Ton. In dieser Schrift, Theologische Existenz heute, wurde zu Tausenden aufgelegt. Er hat mit seiner Widmung auch ein Exemplar dieser Schrift an Hitler selbst geschickt. Man weiß auch, dass diese Schrift sehr vielen denkenden Menschen einen großen Eindruck gemacht hat. Ich erinnere mich jetzt im Moment nur an eine Äußerung des Schriftstellers Thomas Mann, der sagte, Gott sei Dank hat einer es gewagt, diese Schrift zu publizieren. Und das ist ein Lichtblick in einer sehr schwierigen Zeit. Ich möchte noch einen Abschnitt, einen Satz aus dieser Schrift vorlesen. Darum kann die Kirche auch im totalen Staat keinen Winterschlaf antreten.
kein Moratorium und auch keine Gleichschaltung sich gefallen lassen. Sie ist die naturgemäße Grenze jedes, auch des totalen Staates. Wenn doch der deutsche evangelische Theologe wach bleiben oder wenn er geschlafen haben sollte, heute wieder wach werden wollte. Es ist dies gewissermaßen der Kulminationspunkt dieser Schrift, theologische Existenz heute, die damals doch auch sehr vielen, wenn es auch nur eine Minderheit war, einen großen Eindruck gemacht hat. Noch ganz kurz einiges zum Kirchenkampf. Ich habe gesagt, er entbrannte dann vor allem an der Forderung, auch die evangelische Kirche müsse Christen mit jüdischen Vorfahren in separate Gemeinden abschieben. Diese Auseinandersetzung führte dazu, dass endlich auch einmal Reformierte und Lutheraner gemeinsam am gleichen Strick gezogen haben, nachdem sie ja während Jahrhunderten immer noch meinten, sich gegenseitig voneinander abgrenzen zu müssen. Und ich zeige Ihnen hier ein Denkmal aus Barmen-Gemarke, ein Ort im Ruhrgebiet, das Denkmal der theologischen Erklärung von Barmen. Es wurde eine große Synode veranstaltet, an der alle evangelischen Kirchen in Deutschland, unabhängig ob sie reformiert, lutherisch oder uniert waren, teilgenommen haben, mehrere hundert Delegierte. Und das Denkmal, das seit einigen Jahren dort steht, zeigt uns einerseits Menschen mit dem Hitlergruß. Sie schreien Heil Hitler und sagen eben, Gott ist zu uns gekommen in Adolf Hitler. Sie sehen aber doch einige im Hintergrund, die da nicht mitschreien. Und man hat damals die sogenannte theologische Erklärung von Barmen beschlossen, und zwar einstimmig. Und erst noch gesungen, nun danket alle Gott. Ich will Ihnen Kernsätze aus dieser theologischen Erklärung von Barmen vorlesen. Wir wissen heute, dass Karl Barth im Wesentlichen der Ghostwriter dieser Erklärung war. Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Also dezidiert eine Konzentration auf Jesus Christus, womit auf die Seite geschoben wird all die vielen Ansprüche von anderen Größen und Instanzen, die meinen, auch heilvolle Worte sagen zu können. Besonders aussagekräftig ist darum auch hier die negative Formulierung: Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und müsse die Kirche als Quelle ihrer Verkündigung außer und neben diesem einen Worte Gottes auch noch andere Ereignisse und Mächte gestalten und Wahrheiten als Gottes Offenbarung anerkennen. Viele Fachleute sind der Meinung, es sei dies der wichtigste evangelische theologische Text des ganzen 20. Jahrhunderts. Und in der theologischen Fachliteratur wird das auch heute noch sehr viel zitiert, wird sehr viel auch darüber diskutiert. Und wenn man weiß, dass da Karl Barth als Ghostwriter dahinter steht, sehen wir etwas, was er für einen riesigen Einfluss auf die evangelische Christenheit im 20. Jahrhundert und dann in ökumenischer Form indirekt auch auf die römisch-katholischen und orthodoxen und so weiter Kirchen gehabt hat. Es versteht sich ja fast von selbst, es kann nicht anders sein, ein so aufmüpfischer
Theologieprofessor in Bonn konnte nicht bestehen. Es entzündete sich dann ein Streit. Es wurde vom Staat verfügt, alle Staatsbeamten und darum auch alle Universitätsprofessoren müssten einen Eid auf Adolf Hitler ablegen. Und Karl Barth hat sich geweigert, diesen Eid zu leisten, beziehungsweise er hat gesagt, ich schwöre nur, wenn ich hinzufügen kann, soweit ich es mit meinem Gewissen als evangelischer Christ vereinbaren kann. Und das war der Staat nicht bereit zu akzeptieren. Karl Barth wurde beurlaubt, man hat ihm auch den Prozess vor Gericht gemacht und es ging hin und her und auf und ab. Und im Sommer 1935 wurde er als Professor in Bonn, juristisch formuliert, nicht etwa entlassen, sondern in den Ruhestand versetzt. Aber die Polizei hat dafür gesorgt, dass man ihn dann ganz schnell auch über die Grenze in die Schweiz spediert hat. Und die Regierung des Kantons Basel-Stadt war damals eine sehr mutige Regierung. Innerhalb von wenigen Tagen hat man für Karl Barth eine Professur an der Universität Basel geschaffen. Und von da an bis zu seinem Tod im Jahre 1968 ist dann Basel der Ort seiner Tätigkeit. Er hat aber auch in der Schweiz seine Aufmüpfigkeit nicht abgelegt. Er ist auch sehr viel herumgereist, hat viele Vorträge gehalten, nicht nur hier in St. Gallen, sondern überall in der Schweiz, aber auch er ist nach Frankreich gegangen, er ist nach Holland gegangen, er ist nach England gegangen. Und ein ganz wichtiges Dokument, das sind die sogenannten Gifford Lectures. Das sind Vorlesungen für Gastreferenten an den schottischen Universitäten. Und er ist zweimal nach Schottland gegangen, 1937 und 1938. Er hat dort Vorlesungen über das kaum noch bekannte schottische Bekenntnis aus der Reformationszeit gehalten. Aber schauen Sie einmal, was man in einer solchen Vorlesung über ein scheinbar so altmodisches Thema finden kann. Es könnte sein, dass wir es mit einer Regierung von Lügnern und Wortbrüchigen, Mördern und Brandstiftern zu tun hätten, mit einer Regierung, die sich selbst an die Stelle Gottes setzen, die die Gewissen binden, die Kirche unterdrücken und sich selber zur Kirche des Antichrist machen wollte. Es könnte dann offenbar sein, dass wir nur noch wählen könnten, entweder im Ungehorsam gegen Gott, den Gehorsam gegen diese Regierung oder im Gehorsam gegen Gott, den Ungehorsam gegen diese Regierung. Also ein eindeutiges Bekenntnis, dass es Situationen gibt, wo ich als Christ vor meinem Gewissen verpflichtet bin, Widerstand auch gegen den Staat zu leisten. Eine sehr wichtige Botschaft. Ich kann jetzt nicht auf alle Einzelheiten eingehen. Es ist so, dass er auch in der Schweiz dann immer neu in Vorträgen und Schriften sich stark gemacht hat, gerade auch für die bekennende Kirche in Deutschland. Und bereits bevor im September 1939 der Zweite Weltkrieg ausgebrochen ist, ist er teilweise dann auch in Clinch mit Leuten geraten, die gegenüber Deutschland eher tout doucement vorgehen wollten. Es ist ein Buch, das ich Ihnen zeige, den Umschlag, die Akte Karl Barth, Zensur und Überwachung im Namen der Schweizer Neutralität
1938 bis 1945. Interessant ist das Foto auf diesem Titelblatt. Es zeigt Karl Barth, wie er freiwillig in Basel sich während des Zweiten Weltkrieges zum Grenzschutz gemeldet hat, weil er das Gefühl hatte, jetzt, wo die Deutschen jenseits der Grenze stehen, jetzt, wo wir Angst haben müssen, dass sie auch noch die Schweiz einstecken, jetzt ist es meine Pflicht, auch durch mein praktisches Leben Ja zur schweizerischen Armee und Landesverteidigung zu sagen. Im Titel dieses Buches, die Zensur, Karl Barth ist sehr schnell mit der schweizerischen Zensurbehörde dann auch in Konflikt geraten. Ich zeige Ihnen hier eine Schrift, die aus einem Vortrag beruht, des Christen Wehr und Waffen. Und schauen Sie hier in dieses Büchlein hinein, da sehen Sie, wovor die schweizerische Militärzensur Angst gehabt hat und wo man dann zensurierend in den Text von Karl Barth eingegriffen hat. Es wurde eine Stelle einfach eingeschwärzt, dass man sie nicht lesen kann. Aber ich kann es Ihnen verraten, was hier steht. Wenn es vielleicht wahr ist, dass gerade die Hauptfigur dieses Krieges ganz einfach ein kranker Mann ist. Ist natürlich Hitler damit gemeint. Und die schweizerische Zensurbehörde war offenbar der Meinung, so etwas dürfe in der Schweiz nicht gedruckt werden, das sei zu gefährlich. Oder der Vortrag Unsere Kirche und die Schweiz in der heutigen Zeit. Ich glaube fast, er hat diesen Vortrag auch hier in St. Gallen gehalten. Auch hier ganz behaltenswerte Kernsätze, die ich gefunden habe. Weil die innerste Mitte dieses Weltreiches im Hass und in der Verstoßung der Juden besteht. Darum muss man dagegen sein. Der Menschensohn, der Sohn Gottes war, war aber ein Jude. In diesem Juden hat Gott uns alle lieb gehabt. Wir können uns diesem heutigen Weltreich nur schon darum nicht fügen, weil wir das Heil Gottes, das nun einmal zu den Juden gekommen und von den Juden zu uns gekommen ist, nicht von uns stoßen können. Sehr wichtige Sätze. Es ging ja auch um die Flüchtlingspolitik. Sie wissen sehr wahrscheinlich, dass die Schweiz sehr restriktiv im Zusammenhang mit jüdischen Flüchtlingen umgegangen ist. Dass es zum Beispiel unten am Bodensee vorgekommen ist, dass ein jüdisches Ehepaar aus Berlin mit dem Faltboot in Arbon angekommen ist. Die Schweizer Soldaten haben sie aus dem Wasser gezogen, aber auf höheren Befehl musste man sie wieder nach Deutschland zurückspedieren, wo sie dann in der Gaskammer geendet sind. Das nur ein Beispiel. Hier in St. Gallen war es ja dann vor allem der Nationalrat Ludwig Rittmeier, der übrigens diese Szene am Bodensee selbst erlebt hat als Offizier, der in einer feurigen Rede im Nationalrat sich für die Flüchtlinge eingesetzt hat. Und vielleicht haben Sie in den letzten Wochen ja auch gehört, weil meine Frau darüber ein Buch geschrieben hat, dass Dora Rittmeier Iselin ein Hilfswerk für jüdische Flüchtlingskinder während Jahren ganz intensiv betreut hat. Also das nur einige Erinnerungen daran, was das für Auseinandersetzungen waren, gerade auch während der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Aber ja, ich will Ihnen hier noch zeigen, ein Brief, den Karl Barth an Dr. Heinrich Rothmund geschrieben hat, den Chef des eidgenössischen Polizeiamtes, der auch für die Flüchtlingspolitik federführend gewesen ist und der, das weiß man aus vielen Quellen, wirklich auch ein Antisemit gewesen ist.
Ihm schreibt Karl Barth in einem Brief: Die Kirche, verehrter Herr Doktor, ich wollte wohl, dass ich das über Ihren Kopf hinweg zugleich Ihrem Chef, nämlich Bundesrat von Steiger, zurufen könnte, ist nun einmal nicht ein eidgenössisches Departement, das sich als solches den Intentionen und Weisungen des Bundesrates unter- und einordnen dürfte und müsste. Kann der Staat, wie es auch unsere Meinung und Lehre ist, nicht aufhören, der Staat zu sein, so muss auch die Kirche Kirche bleiben und muss sich nicht vom Staat vorschreiben lassen, ob sie sich zum Beispiel für Flüchtlinge einsetzen darf oder nicht. Gegen Ende des Krieges wurde dann aber ein neues Thema aktuell, übrigens ein Vortrag, den Karl Barth hier in St. Gallen, in St. Laurenzen gehalten hat, die Deutschen und wir. Er hat dann plötzlich gesagt, jetzt ist der Krieg zu Ende, Deutschland liegt am Boden, und ist dann dafür eingetreten, dass man nun auch den besiegten Deutschen wieder die Hand zur Versöhnung reichen müsse. Was übrigens damals auch nicht sofort von allen verstanden und akzeptiert worden ist. Ich mache jetzt da ein bisschen schnell. Wir sehen hier eine interessante Fotografie aus dem Jahre 1948, als der Ökumenische Rat der Kirchen offiziell in Amsterdam gegründet wurde. Und wir sehen hier wichtige Schweizer, die in Amsterdam dabei gewesen sind. Wir sehen ganz links Adolf Keller, einer der Pioniere der ökumenischen Bewegung. Wir sehen den Basler Kirchenratspräsidenten Köchlin, der auch Präsident des Schweizerischen Evangelischen Kirchenbunds war. Und wir sehen die Theologen Karl Barth und Emil Brunner. Und in Amsterdam hat Karl Barth seinerzeit auch eine epochemachende Rede gehalten über die Unordnung der Welt und Gottes Heilsplan. Das so war ihm das Thema von den Veranstaltern gestellt worden. Er hat dann allerdings, wenn Sie das Büchlein auch lesen, hat er das auf den Kopf gestellt. Er hat gesagt, zuerst rede ich von Gott und dann erst von der Unordnung der Welt. Und dann wird alles in einem neuen Sinne beleuchtet. Nach dem Zweiten Weltkrieg kommt es dann zu großen Auseinandersetzungen noch einmal um die Frage des Antikommunismus. Ich habe ja selbst ein Buch geschrieben über Karl Barth, wo ich das ausführlich dargestellt habe. Man hat in gewissen Kreisen Karl Barth vorgeworfen, ein Kommunistenfreund zu sein. Ich halte das für falsch. Aus seinem Briefwechsel geht hervor, dass er etwa Anhängern des Kommunismus in Ungarn oder in Tschechien sehr kräftig an den Karren gefahren ist, aber er wollte sich nicht für den damals gängigen, vulgären Antikommunismus vereinnahmen lassen, weil er fürchtete, dadurch werde die Selbstgerechtigkeit unserer westlichen Gesellschaft gefördert und letztlich bringe das gar nichts. Ganz berühmt ist auch der Brief an einen Pfarrer in der Deutschen Demokratischen Republik von 1958. Auch diese Schrift ist nicht immer von allen verstanden worden. Ich möchte Ihnen hier aber auch zwei Kernstellen vorlesen. Ruhig Blut, die Blase eines reinen und üblen Materialismus wird zu ihrer Stunde platzen. Er meint damit den marxistischen Materialismus. Und wie ist es mit dem Atheismus? Meinen Sie nicht auch, dass das Allermeiste, was sich dafür ausgibt, nur insofern ernst zu nehmen ist, als es auf Missverständnisse zurückgeht, an denen unter anderem die Christenheit
mit ihrer bisherigen Lehre, Haltung und Praxis nicht eben wenig, sondern sehr viel Schuld trägt. Als ob er, der sich in Jesus Christus eines jeden Menschen und so auch ihrer der Atheisten angenommen hat, damit menschenlos würde, dass etliche es sich beikommen lassen, gottlos sein zu wollen, als ob sie ihm damit entlaufen könnten, als ob es uns Christen erlaubt wäre, sie als solche anzusehen und zu betrachten, denen die Flucht vor ihm gelungen wäre oder gelingen könnte oder die gar die Macht hätten, ihm andere Menschen aus der Hand zu reißen. Und noch einige Sätze. Wollen Sie, das schreibt er an einen Pfarrer in der Deutschen Demokratischen Republik, wollen Sie meinen Rat hören, so kann er in dieser Hinsicht nur lauten, Sie möchten grundsätzlich und praktisch keinen unter den Menschen Ihrer dortigen Umgebung und wenn er sich noch so ungläubig gäbe und gebärdete, als den starken Mann, der er sein möchte, respektieren. Sie möchten vielmehr gerade seinem Unglauben mit einem fröhlichen Unglauben an die Möglichkeit dieses seines Unternehmens begegnen. Es möchte ihnen gegeben sein, wie sich selbst so auch ihre Atheisten getrost zu Gott zu rechnen und als sein Eigentum anzusprechen. Ich denke, Sätze, über die wir natürlich lange meditieren und diskutieren könnten. Und damit kommen wir dann zur Theologie des reifen Karl Barth. Wir sehen hier ein Bild des alten Mannes, wie er da über seiner Arbeit sitzt. Und ich zeige Ihnen hier eine Schrift, die Menschlichkeit Gottes. Es passt scharf zu dem, was ich vorhin aus dem Brief an den Pfarrer in der Deutschen Demokratischen Republik zitiert habe. Gottes recht verstandene Göttlichkeit schließt ein seine Menschlichkeit. Es ist dies gewissermaßen die Gegenthese zu den Thesen des jungen Karl Barth, als er so stark das Anderssein Gottes betont hat. Das Anderssein Gottes wird hier interpretiert im Sinne dessen, dass eben Gott anders ist als andere Götter und das Anderssein besteht darin, dass er eben ein Mensch gewordener und ein menschlicher Gott ist. Wie sollte Gottes Göttlichkeit seine Menschlichkeit ausschließen, da sie ja Gottes Freiheit zur Liebe und also sein Vermögen ist, nicht nur in der Höhe, sondern auch in der Tiefe, nicht nur groß, sondern auch klein, nicht nur in und für sich, sondern auch mit einem von ihm verschiedenen anderen zu sein, diesem anderen sich selbst hinzugeben. Und damit bin ich nun beim großen Hauptwerk von Karl Barth, den fast 1000 Seiten seiner kirchlichen Dogmatik. Ich zeige Ihnen hier das erste Buch, das ich selber aus diesem Korpus besessen habe. Ich habe es nämlich auf den 20. Geburtstag geschenkt bekommen. Die Lehre von der Versöhnung, erster Band. Und auch hier ganz wesentliche Sätze von Karl Barth. Es gibt zwar eine Gottlosigkeit des Menschen, es gibt aber laut des Wortes von der Versöhnung keine Menschenlosigkeit Gottes. Oder unsere Meinung, dass Gott nur hoch im Gegensatz zu aller Niedrigkeit, durchaus nur tätig im Gegensatz zu allem Leiden, durchaus nur unberührt im Gegensatz zu aller Anfechtung und so auch durchaus nur göttlich im Gegensatz zu allem Menschlichen sei, ist unhaltbar, verkehrt und heidnisch. Es sind dies Töne, die aufhorchen lassen, die uns einladen, von überlieferten Gottesbildern Abschied zu nehmen und das jedenfalls kritisch zu hinterfragen und eben gerade in der Meditation über die christliche Rede von Gott
vielleicht dann auch zu ganz anderen Aussagen über das Göttliche zu kommen. Karl Barth, habe ich schon gesagt, wurde dann zunehmend auch von der römisch-katholischen Theologie beachtet. Ich habe übrigens selber eine interessante Anekdote zu erzählen. Ich habe im Spätherbst 1991 den damaligen Erzbischof von Paris, Kardinal Lustiger, kennengelernt. Und es gab ein Gespräch, stellte sich heraus, dass ich aus der Schweiz komme. Dann sagte er, Sie kommen aus der Schweiz. Wissen Sie, in unserer Jugend waren wir alle Parthianer. Interessant zeigt hier, wie eben die Theologie von Karl Barth auch auf die römisch-katholische Welt bis heute einen großen und zunehmenden Einfluss gehabt hat. Oder ich habe den heutigen Patriarchen von Rumänien, Daniel, mal kennengelernt, als er noch Erzbischof war. Er hat sich im Gespräch als einer gezeigt, der die Dogmatik von Karl Barth wirklich selbst gelesen hatte. Nur um diese Ausstrahlung zu zeigen. Ganz am Ende seines Lebens ist Karl Barth dann auch nach Rom eingeladen worden. Er hat Gespräche mit Papst Paul dem VI. Geführt, die in diesem Büchlein festgehalten sind. Und nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil haben dann die großen Landeskirchen der Schweiz, die evangelisch-reformierte, die römisch-katholische und die christkatholische, auch eine Tagung auf dem Leuenberg veranstaltet und den alten Karl Barth und den dritten von rechts, das ist Hans-Urs von Balthasar, ein ganz bedeutender römisch-katholischer Theologe, dass sie miteinander Vorträge über die Zukunft der Ökumene zwischen den großen Kirchen halten sollten. Das ist meine letzte Folie. Vor wenigen Tagen war in Emden in Ostfriesland eine große Tagung, zu der ich auch eingeladen war, einen Vortrag zu halten, Karl Barths Theologie als europäisches Ereignis. Und ich denke, es ist ein sehr treffender Buchtitel, wobei man vielleicht sogar sagen müsste, es ist noch zu eng. Ich habe ja viel Kontakt mit dem Theologischen Verlag in Zürich und weiß, dass die Bücher von Karl Barth, die dort aufgelegt werden, laufend auch ins Brasilianische, ins Spanische, ins Russische, ins Polnische übersetzt werden. Er ist also nicht nur ein europäisches Ereignis, sondern ein Weltereignis. Und Neuerscheinungen zum Thema Karl Barth, die kann man überhaupt nicht überblicken, weil international eher so viel gelesen wird und so viele sich von ihm oder von irgendwelchen Facetten seines Lebenswerks inspirieren lassen. Aber Sie dürfen ja an den nächsten drei Abenden dann noch mehr von Karl Barth vernehmen. Und damit möchte ich für Ihre Aufmerksamkeit heute Abend danken. Herzlichen Dank, Frank Lehle, für diese Präsentation eines reichen Lebens unter Gefährdungen, auch theologisch. Man hat nach diesem Ersten Weltkrieg wirklich darum gerungen, was haben Pfarrer noch zu sagen, wie zu sagen vor allem, wenn man nicht mehr einfach an die hehre Philosophie des deutschen Idealismus anknüpfen kann. Jetzt aber sind vielleicht noch Fragen, Bemerkungen. Wir könnten noch ganz kurze Zeit, wer noch etwas fragen will, für Frank Lehle.